Das war's. Dann wollen wir mal weiter. Hier ist auch ein Weg. Na dann, mal rüber. Komm. Gut. Drüben sind wir wohl nicht erwünscht. Dann sollten wir uns nicht aufdrängen. Ja. Bereit! Gut gemacht! Was, wenn ich kurzen Prozess? Todesstoß. Alles oder nichts. So viel dazu. Nicht übel für den Anfang. Eine Gabelung. Welcher Weg? Den zum Schatz natürlich. Den kennen wir aber leider nicht. Wir müssen die Wege wohl ausprobieren. Hauptsache, wir verlaufen uns nicht. Diesmal gebe ich die Befehle. Aber mach's kurz. Und auch für mich verstellen. Dann wollen wir mal weiter. Wirklich? Schon wieder? Was für ein... Ja!
schon, das wär's. Ist das lästig? Klappe zu, Monster! Wenn nicht bald etwas geschieht, dann überrennen diese sicher die ganze Welt. Die ganze Welt? Mann, das wird ja echt immer schlimmer.
Wow, so viel Platz. Viel Platz für ein Riesenmonster. Wenn's groß ist, triffst du wenigstens mal. Das könnte heikel werden. Ach nee. Das muss gefeiert werden! Ich denke, wir sind hier fertig. Aranea? Ja? Du meintest, das Imperium macht sicher zu Waffen, oder? Die Magitek-Infanterie ist euch ein Begriff, oder? Klar. Die Blecheimer sind bei der Erforschung von Sichern entstanden. Von Sichern? Das Imperium spielt mit ganz dunklen Mächten. Pass bloß auf, Prinz. Ach, entschuldige, König. Hm. Frischluft. Na dann, trennen sich hier unsere Wege. Ihr habt schon genug Feinde, also seht in mir lieber eine Art Verbündete. Ich weiß nicht, auf wessen Seite du stehst, aber deine Hilfe war für uns von unschätzbarem Wert. Wie aufrichtig von dir. Wirklich denn so verschlagen auf dich? Verzeih, bitte pass auf dich auf. Danke, werde ich tun. Meldet euch einfach, wenn ihr nochmal meine Dienste braucht. Ach, übrigens hat der Kanzler verlangt, dass ich euch hier höchstpersönlich rausbringe. Wenn ihr fertig seid, geht's mit meinem Luftschiff raus. Ein Glück, ist alles glatt gegangen. Noct, ich habe eine Nachricht von Sydney. Was sagt sie? Sie sagt, wir sollen nach Lestalum gehen. Im Kraftwerk arbeitet eine Freundin von ihr, die das Methylerz für uns raffinieren kann. Erst dann können wir es für die Reparatur vom Boot verwenden? Sobald wir uns ausgeruht haben, sollten wir schnellstens nach Lestalum gehen. Bereiten wir uns gut vor. Ich glaube, hier kommen wir...
Bleibt wachsam. Ihr wollt nach Lestalum? Kein Problem, ein Katzensprung. Danke. So, seid ihr startklar? Ja, wir können. Okay, schnallt euch an. Wow, seht nur! Ein rotes Luftschiff? Aufwachen, Hoheit. Wir sind da. Im Kraftwerk scheint irgendwas los zu sein. Aber ich werde für die Arbeit da nicht bezahlt. Darum werden die Leute hier wohl auf euch bauen müssen. Ja. Geht klar. Passt gut auf euch auf.
Mensch, Nockt, das sieht echt toll aus. Willst du tauschen? Wir haben leider nur einen Anzug. Und von uns dreien bist du der stärkste Einzelkämpfer. Also stell dich gefälligst nicht so an. Um dich sicher kümmerst. Das Mithril ist in der Zwischenzeit bei mir in den besten Händen. Es ist übrigens schon ein Jäger im Kraftwerk. Aber für einen allein sind das einfach zu viele. Also hilf ihm bitte, okay? Und leider noch eine schlechte Nachricht für dich. Die Sicher machen sich, um Generator zu schaffen. Da drin könnte alles in die Luft fliegen. Also beeil dich. Okay, geht klar. Oh, Verstärkung? Hä? Ja. Die Viecher hier haben es ganz schön in sich. Gibt's ja gar nicht. Als Jäger brauche ich dir das wohl nicht zu sagen. Aber sieh dich vor. Bleib dicht hinter mir. Komm. Das sind welche. Lass keine entkommen. Okay. Hey, interessante Art zu kämpfen, Kollege. Beinahe unmöglich. Nicht wahr? Du kämpfst auch ganz probabel. Hast du etwas drin hier? So, ja. Und was ist mit dir? Ich komme mit dem dritten Kinderspiel. Wer von uns mehr erwischt, gewinnt. Lass mich! Gladio, bist ja doch ganz nützlich. War ich schon immer. Wirst wieder gebucht. Mit Vergnügen. Und jetzt ab dafür. Gute Arbeit, Junge. Du hast dir das Mithril verdient. Warst genauso eine große Hilfe wie der Profijäger hier. Jo. Gladio! Also warst du der andere Jäger, Gladio. Perfekt kombiniert, Kommissar. Habt ihr mich vermisst? Warte mal.
ist das? Neue Narbe? Macht was her, oder? Hebt mit Sicherheit unser Image. Nacht, Gladi! Was für ein Zufall! Iris! Danke fürs Bringen, Dustin. Das wurde aber auch Zeit, dass du zurückkommst. Hast ja wirklich allerhand gut zu machen. Das hat er gerade schon getan. Hat er das? Dann habt ihr also das Mithril? Sid hat schon rumgemosert. Ich bring's ihm am besten gleich. Ich warte dann in Keim auf euch, okay? Schaut rein, wenn ihr bereit für die Überfahrt seid. Hey, können wir vielleicht mal bei einem Nudelladen vorbeischauen? Ich mag Fertignudeln zwar auch, aber von dir hätte ich das nicht erwartet, Gladio. Leicht zu kochen, überall griffbereit und lecker obendrauf. Seit meinem ersten Schlürfer bin ich dem Zoll. Hab viel nachgedacht während meines Trainings. Gute Zutaten können selbst das beste Gericht noch verfeinern, oder? Was wäre also, wenn man die ultimative, nie dagewesene Einlage unter Fertignudeln mischen würde? Ein Fest für die Götter. Und jetzt bist du gefragt, Nacht. Welche Einlage magst du am liebsten? Die Krabben in Fertignudeln sind in Form und Geschmack ohne Makel. Sie werden schließlich aus 60 Arten speziell ausgewählt. Und doch, du willst es noch besser machen. Das nenne ich eine Herausforderung. Die Richtung steht also. Jetzt geht's ans Eingemachte. Lass uns Informationen einholen. Ja, ja. Was immer du sagst. Ja. Appetit auf eine Nudelsuppe? Bis demnächst. Nacht, erinnerst du dich noch, wie ich neulich was kaufen war? Ja, am Markt. Hier, das ist für dich. Oh, was soll das sein? Ein Talisman für die bevorstehenden Kämpfe. Ich will nämlich nicht, dass du stirbst. Das ist ein Mogri, weißt du? Der kann euch allen möglichen Ärger vom Hals halten. Darum setzt ihn ruhig fleißig ein. Ich flick ihn euch auch wieder. Also, ich warte in Keim, okay? Tschüss! Thank you.
Findest du die Leute in dieser Stadt nicht auch unglaublich offen? Ja, hier grüßen einen alle auf der Straße. Stimmt. Anders als in Insomnia, was? Da grüßen die Menschen nicht mal den Prinzen. Holla! Ganz schön schmutzig geworden, der Regal, ja. Wir können ihn an der nächsten Tankstelle waschen lassen.
So, die Ernte wäre eingefahren. Was ist es? Was denn? Mir ist ein neues Rezept eingefallen. Oh, da freue ich mich drauf. Na, Jungs, wie war's ohne mich? Schön bequem im Auto. Hey, pass auf, was du sagst. Lasst nichts liegen. Okay. So, los geht's. Hey, ich glaube, das ist unser Transporter. Schon wieder latschen. Hey, Nocht, über dir! Geben wir uns gegenseitig Deckung, Nocht? Natürlich. Basta! Jetzt leg ich los! Ja, also. Übernimm dich bloß nicht. Meine Zeit ist vorbei. Alle fit? Und wie? Weiter geht's. Jetzt müssen wir nur noch abliefern. Lass uns keine Zeit verlieren. Erwischt! Gnade!
Lasst nichts liegen. Okay. So, los geht's. Hier räume ich auf. Ade! Ich cool dann. Wollen wir uns selten? Oh, wir gehen nicht mal wieder in Mutter! Also, wo übernachten wir heute? Von mir aus hier. Also zelten wir. Und wohin als nächstes? Nockt, da oben! Feinde! Danke. Diese Aranea ist echt eine Nummer für sich. Ja, sie fällt ziemlich aus dem imperialen Rahmen. Nicht schlecht, Nockt!
pass auf, du darfst ihn nicht verletzen. Hey, nicht zerquetschen, ja? Lasst uns den zu Dr. Jäger bringen. Yeah, Angeln. Macht Angeln echt so einen Spaß? Komm schon, Nocht. Ich kipp gleich um vor Hunger. Hör auf zu nerven. Hör auf zu kurbeln! Der Köder ist futsch gegangen.
Ob dein Vater auch geangelt hat? Nicht, dass ich wüsste. Einiges gelernt. Die Schnur reißt! Wow. Nockt. Freu dich doch mal ein bisschen.